Was geht up to date? Du bist hier genau richtig, denn heute sprechen wir darüber, wie du herausfinden kannst, ob die Frau, mit der du schreibst, wirklich auch Interesse an dir hat oder nicht. Und wenn du prinzipiell an solchen Themen interessiert bist, dann abonniere genau jetzt den Kanal, denn ich bringe mehrmals die Woche Videos zu genau solchen Themen raus. Ja, und den Geheimtipp werde ich direkt zu Beginn dieses Videos raushauen. Du kannst ja selber mal überlegen, wie kann ich denn abchecken, ob die Frau wirklich Interesse an mir hat? Und die Lösung kommt, Achtung, halte dich fest, du fragst sie nach einem Date. Ja, genauso einfach ist es. Wenn du dir unsicher bist, ist es meistens eh ein schlechtes Zeichen, weil dann die Signale nicht klar genug waren von der Frau. Und das liegt dann meistens daran, dass das Interesse vielleicht nicht so groß ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn du keine Lust hast, dauerhaft rumzueiern auf WhatsApp und ach, ich weiß jetzt nicht, dann fragst du sie nach einem Date und dann wirst du definitiv Gewissheit haben oder zumindest einen Schritt weiter sein. In den einfachsten Fällen sagt sie relativ klar, ja, klar, können wir machen. Und ihr sucht dann einen Tag raus, am besten nichts, was weiter als 3 Tage voraus ist. Oder sie wird sagen, boah, du, ich dachte, das ist rein platonisch zwischen uns, beziehungsweise du, ich habe doch kein Interesse, tut mir leid. Beide Fälle sind gut, weil dann weißt du direkt Bescheid. Nur wenn sie irgendwas dazwischen antwortet, ist es deine Aufgabe, das zu interpretieren und herauszufinden, wie du an eine möglichst klare Antwort kommst oder eben an dein Ziel, dann ein Date mit ihr. Alle Antworten, die dazwischen sind, sind meistens ähnlich. Das sind meistens eine Art von Vertröstung oder verspäteten Textantworten, wo sie dann viel später auf deine Nachricht antwortet, 2, 3 Tage, 4 Tage später, eine Woche später, oh, sorry, Nachricht nicht gelesen, ja, klar, können wir mal machen, haha. Oder sie vertröstet dich, weil sie Stress hat, der altbekannte Stress. Ich habe Stress auf, fülle hier den Satz auf, mit zum Beispiel Arbeit, Uni, Freunden, Familie, you name it, da kannst du alles Mögliche einsetzen, der gut bekannte alte Stress. Und es kann tatsächlich sein, dass eine Frau auch gestresst ist, wenn sie gerade einen Jobwechsel hat oder wenn in der Familie ein Problemfall ist oder sonst irgendwas. Kann schon durchaus mal sein. Und in dem Fall macht es auch Sinn, ihr Zeit zu geben, so viel Zeit, wie sie braucht. Und dann fragst du sie auch konkret, okay, wenn du gerade Stress hast, kümmere dich erstmal um dich. Wann glaubst du, ist der Stress vorbei? Fragst du sie. Und dann wird sie dir einen Zeitraum geben. Ja, weiß nicht, dauert wahrscheinlich noch einen Monat. Und dann sagst du auch nicht, meld dich dann bei mir, weil das machen Frauen nie. Also in 1% der Fälle würde, glaube ich, eine Frau, die dir absagt, weil sie gerade Stress hat, dann, wenn der Stress vorbei hat, sich noch an dich erinnern und dann das Ganze reinitiieren. Deswegen sagst du ihr, pass auf, ich melde mich, wenn dein Stress vorbei ist. Sag mir, wie lange es dauert. Und dann meldest du dich danach und steigst wieder in das Gespräch ein, in das WhatsApp-Gespräch. Dann natürlich nicht sofort mit, jo, da bin ich, wie sieht's aus mit Date? Sondern erstmal Smalltalk, vielleicht mal Callback-Humor, ein lustiges Bild, eine kurze Mini-Anekdote, irgendwas kurzes, kleines, wo sie gleich drauf eingehen kann, ihr Smalltalk reinitiiert und dann, wenn du merkst, sie fühlt sich wohl im Gespräch, Date-Vorschlag. Die zweite Möglichkeit ist, sie hat nicht wirklich Interesse. Sie hält dich gerne als Orbiter für männliche Validierung, weiß es gerade selber nicht, hat nicht wirklich Bock auf Männer oder auf dich, aber kriegt es auch nicht gebacken, dir das ins Gesicht zu sagen. Und so eine würde dann ähnlich vielleicht auch antworten, boah, ich habe Stress oder irgendeine andere Ausrede. Der Unterschied ist meistens, dass die sich kürzer halten, nicht konkret werden, meistens weniger Smileys bzw. weniger lebhaft schreiben, das spürst du ja dann auch selber auch, keine Satzzeichen, kein gar nichts, und deutlich länger sich Zeit lassen, dir zu antworten, ja. 4 Tage, 5 Tage, eine Woche, damit kein richtiges Gespräch bei WhatsApp zustande kommen kann. Wenn du solche Anzeichen siehst, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit der Fall, dass sie nicht wirklich Interesse hat, einfach Kontakt ruhen lassen, komplett ruhen lassen. Du kannst dann, ich würde dann auch nicht mehr auf diese Frau eingehen, du kannst dann über den WhatsApp-Status oder wenn ihr auch Insta verbunden seid, über deine Insta-Story immer mal wieder sowieso idealerweise coole Videos oder Bilder hochladen, die von einem coolen, aufregenden Leben erzählen, wo dann vielleicht irgendwann sie sich nochmal melden wird, indem sie darauf eingeht. Aber dann für dich hat sich dann die Sache erledigt. Und wenn du auf diese Dinge achtest, wirst du
relativ gut fahren, Gewissheit zu bekommen, wird das was mit der Frau oder nicht. Und wenn du auch selber mal mehr Frauenkontakte haben willst, weil du dich zum Beispiel nicht traust, Frauen anzusprechen, oder auch dein Tinder-Game verbessern willst, alles andere, was mit Frauen zu tun hat, dann komm gern zu mir ins Coaching. Wir schauen uns deine Situation an, schauen, wo du dich verbessern kannst, wo du dich verbessern möchtest. Und ich vermittle dir, Spaß dabei zu haben, Frauen kennenzulernen. Und wenn du auch wissen willst, wie andere Männer das machen, dann komm gerne in die Up-to-Date-WhatsApp-Gruppe. Da tauschen wir uns auch unter Gleichgesinnten aus, aktuelle Fragen und ich beantworte da dort auch Fragen. So, und jetzt erkläre ich dir noch, wie du am besten eine Date-Anfrage vorbereitest. Denn du kannst natürlich sofort immer fragen, möchtest du mich treffen, um Gewissheit zu bekommen. Wenn du allerdings vorher schon weißt, ja, ich glaube, ich bin im Rennen, aber ich bin jetzt noch nicht komplett in der Pole Position oder safe, dass wenn ich sie frage, ja, alles klar, morgen Abend Date, dann lohnt es sich, diese Date-Anfrage ein bisschen vorzubereiten. Ja, da gehört auch manchmal ein bisschen Gefühl und Erfahrung dazu, aber du kannst prinzipiell dir immer merken, du musst idealerweise versuchen, in das Top-Stadium zu kommen, die drei Textstadien, über die ich auch schon mal gesprochen habe, damit dann die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass sie auf eine Date-Anfrage auch positiv eingeht. Wenn sie sich mehrere Tage immer Zeit lässt, um dir zu antworten oder dir gar nicht schreibt, ja, du bist in Ghost Town, dann wird eine Date-Anfrage auch nichts bringen. Wenn ihr eine Stufe weiter seid, wo ihr schon miteinander schreibt, aber es ist alles noch recht platonisch, unromantisch, auch unpersönlich, dann ist es auch nicht unbedingt so wahrscheinlich, dass sie auf deine Date-Anfrage eingehen wird. Wenn ihr aber sehr lebhaft schreibt, auch in kurzen Abständen hin und her, da kommen viele Smileys von ihr, ja, auch das ist immer ein Zeichen von Invest im Text. Ihr erzählt auch Persönliches vielleicht, sie hat aus ihrem Alltag erzählt oder von ihren Freundinnen, von ihren Familien. Ja, es muss auch keine Romane sein, aber immer so Details. Dann merkst du, ich bin jetzt schon auf einer Stufe, wo sie auch was von sich preisgibt und auch sie dich mal was fragt, dich ausfragt über dein persönliches Leben. Dann ist es ein gutes Zeichen, dann kannst du nach dem Date auf jeden Fall fragen. Und hier bietet sich immer die vorbereitende Frage an, wie sieht deine Woche so aus? Oder wenn du am Wochenende fragst, wie sieht deine nächste Woche so aus? Das ist eine offene Frage, das ist noch keine Date-Anfrage, auf die sie dir einen Korb geben könnte. Sie kann es so interpretieren als Date-Anfrage oder auch einfach nur, wie die Woche aussieht. Und wenn es gut läuft, dann wird sie das als Date-Anfrage interpretieren. Dann kann sie sagen, oh, Dienstag, Mittwoch hätte ich Zeit. Oder sie sagt, ja, ich muss nächste Woche dies und jenes machen, das und das. Und dann kannst du sehen, an welchen Tagen sie vielleicht Zeit hat oder nicht. Und dann die freien Tage rauspicken, sagen, okay, an dem Tag lass uns XY machen gehen. Und dann sind die Chancen gut, dass du auch auf dein Date kommst. So, ich hoffe, dir hat dieser Input gefallen. Falls ja, abonniere den Kanal. Es schauen immer noch über 90% meiner Zuschauer sind nicht Abonnenten, weil ein Abo ist kostenlos, das unterstützt meine Arbeit. Lass gerne ein Like da, schreib mir in die Kommentare, wie auch, was deine Erfahrungen sind, was klappt gut, was klappt nicht so gut, was nervt dich beim Text mit Frauen. Und komm gerne in die WhatsApp-Gruppe, da kannst du mir auch gerne schreiben und den anderen Jungs, wie deine Text-Game-Erfahrungen sind. Und dann würde ich sagen, immer up to date bleiben.